Also einfach, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, kann man die Konservendosen natürlich nicht verschwinden lassen. Trotzdem ist das Sammeln und das Wiederaufbereiten der Büchsen, sogenannte Ferrorecycling, weiterhin auf Erfolgskurs. Die Zahl der Konservendosen, die 1991 zurückgebracht worden sind, hat sich gegenüber dem Vorjahr noch mal fast verdoppelt, auf mehr als 5'500 Tonnen. Und auch die Zahl der Gemeinden, die Sammelcontainer aufstellen, hat erfreulich zugenommen. Und das mit Recht, weil Konservendosen hauptsächlich aus Stahlblech hergestellt werden, wo man zu 100% wiederverwerten kann. In dem spezialisierten Betrieb in Oberrüthi werden die gebrauchten Dosen mit anderen Stahlblechabfällen gemischt und verschreddert. Rund 7 Stunden geht es anschliessend, bis sich das Zinn in den elektrisch geschalteten Bädern vom Stahlblech getrennt hat. Das entzinnte Material wird gepresst und als hochwertiger Schrott an das Stahlwerk geliefert. Auch das Zinn, immerhin 3-4 Kilo pro Tonne Altmaterial, kann nochmal gebraucht werden, zum Beispiel für neue Dosen. Sie sehen, Konservendosen sind wertvolle Rohstoffe, die man nicht mehr in den Kübel rühren sollte. Gereinigt und ohne Etiketten in Sammelcontainer damit. Das bedeutet weniger Schadstoff, weniger Energieverbrauch und weniger Entsorgung. Coop hilft Ihnen übrigens beim Aussortieren vom Verpackungsmaterial mit den entsprechenden Entsorgungssymbol auf den Verpackungen. Nicht nur Stahlblech, auch andere wertvolle Rohstoffe kann man mit wenig Aufwand besser nutzen. Coop offeriert Ihnen darum seit längerer Zeit verschiedene Produkte in einer praktischen Nachfüllpackung. Dazu gehört das belebende, aber milde Naturell-Dusch mit wertvollen Kräuterextrakt. Und für das sparsame Handwaschen die Naturell-Cremesäufen im Dispenser, wo die Hände pflegt und nicht austrocknet. Ein agrarpolitisches Zeichen möchte Coop mit einem Brot setzen, das diese Woche in die Läden kommt. Für das neue Vollkornbrot wird ausschließlich Schweizer Weizen aus extensivem Anbau verwendet. Und was das heisst, das sagt uns jetzt der Herr Eigenmann. Als extensiven Anbau wird naturnäher Anbau bezeichnet. Die Bauern verpflichten sich auf Wachstumsregler, auf Fungizid und Insektizid vollständig zu verzichten. Dünger wird nur minimal eingesetzt. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass Weizen umweltverträglicher angebaut wird und dass die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten bleibt. Wir von der Coop-Mühle Zürich haben schon im letzten Jahr einen Anbauvertrag mit einem landwirtschaftlichen Genossenschaftsverband abgeschlossen und kommen so den Anliegen von umweltbewussten Konsumentinnen und Konsumenten entgegen. Das neue Brot aus naturnah angebautem Weizen ist jetzt, wie gesagt, überall bei Coop erhältlich. Ob es ein voller Erfolg wird, wie Coop hofft, das können Sie selber mitentscheiden. Auch heute gibt es wieder einen Hinweis auf besonders interessante Aktionsangebote. Ein Liter Mineralwasser kostet bei Coop nur 35 Rappen. Und 2 Schachteln Gerber Gala nur 2,80. Das hübsche Frühlingsbouquet gibt es für nur 6,90. Außerdem offeriert Ihnen Coop ein paar Freizeitschuhe für nur 19,90. Am nächsten Samstag ist Frühlingsanfang. Aus diesem Anlass finden Sie bei Coop unter anderem prächtige Blumenschalen mit bunten Frühlingsboten schon ab 12,50. Und das war es auch schon für heute. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend.